Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner FC Barcelona Managerkarriere. Wir gehen direkt mal rein in eine Partie, in die La Liga Partie gegen Las Palmas, diesen 16. und beginnen mit einer 4-1-4-1 Formation. Wir gehen natürlich mit unserer absoluten Top 11 rein und dann gehen wir rein in die Schnellsimulation und gewinnen hoffentlich. Nein, wir spielen nur unentschieden, aber João Cancelo rettet uns das Unentschieden in der 89. Spielminute und Gavi macht den ersten Treffer in der Partie. Nach der La Liga Partie sind wir wieder zurück in der Champions League und zwar im Viertelfinal-Hinspiel gegen Napoli. Die beginnen mit einer 4-3-3 Formation. Wir beginnen natürlich mit unserer absoluten Top-Formation und Top 11, denn wir hatten eineinhalb Wochen Pause und das heißt, wir haben ordentlich Ausdauer. Jeder Spieler kann und deswegen wird auch Fermin, ich weiß gar nicht, warum Garrido hier ist, aber egal, wird eingewechselt als Auswechselspieler und dann gehen wir jetzt aber rein in diese absolute Top-Spielpartie. Wir fahren nach Italien, wollen natürlich ins Halbfinale einziehen. Vorher müssen wir aber erstmal Napoli vorbei im Stadion Olympic. Uli im Angriff, Christensen jetzt gegen zwei. Da wird rübergelegt und getroffen in der dritten Spielminute. Dadurch führen die jetzt hier die Italiener in der dritten Spielminute schon. Jetzt Napoli wieder im 16-Meter-Raum und wieder treffen sie in Minute 14. Jetzt endet das ist schon fast so wie in der letzten Folge gegen Atletico de Madrid. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr bitter. Ich hoffe, es nimmt nicht dieses Ausmaß. Napoli im Angriff. Gavi macht Druck und auch Araujo. Der Schuss kommt durch und er geht nicht rein. Dank dem deutschen Nationaltorhüter. Jetzt gibt es aber Eckball für Napoli. Gavi ist da. Gavi stört diesen Spieler aber nicht gut genug. Baldi rennt eher weg. Baldi rennt auch vorbei. Jetzt ist alles frei. Und jetzt führen sie schon mit 3:0. Und ich bin ehrlich, da können wir schnell simulieren. Da wird sich rein gar nichts mehr ändern. Wir kommen zwar noch dran, aber trotzdem, die Leistung muss besser werden von mir als auch von der Mannschaft. Denn so kann das definitiv nicht mehr weitergehen. Dafür konnten wir uns aber durchsetzen in der La Liga gegen Cadiz mit 3:1 dank Ferran Torres, Lewandowski und Rafinha. Nach der La Liga Partie sind wir zurück in der Champions League gegen Napoli. Die beginnen auch schon wie in einem Hinspiel mit einer 4-3-3 Formation. Wir sind jetzt zurück. Aber im Camp Nou. Und ja, wir haben unfassbare Ausdauerprobleme. Wir können fast gar keinen Topspieler spielen lassen. Zumindest Stammspielerqualitäten. Gündogan darf von Anfang an ran. Roquet darf von Anfang an ran. In der Innenverteidigung darf dann Martinez ran. Koundé ebenfalls. Als auch Baldi. Der muss auch aussetzen. João Cancelo ebenfalls. Dafür muss Roberto rein, der gerade eben einen Wechsel mochte. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird er uns verlassen. Romero kommt auch noch rein. Alacorn kommt mit. Süla ebenfalls. Fermin auch. Araujo macht eine Pause. Dafür kommt Voll mit. Und jetzt brauchen wir noch einen Außenverteidiger. Da kommt Trilli mit. Also, ja, die Ausbeute darf oder wird nicht hoch sein. Rafinha und Petri sind angeschlagen. Extrem. Ja, mal schauen, ob wir uns jetzt hier durchsetzen können. Vor allem müssen wir diese Partie drehen von 2:3. Das heißt, wir müssen mindestens mit 1:0 bis zur 90. Minute überleben, damit wir überhaupt mal in die Verlängerung kommen. João Felix auf Alonso. Alonso rennt den Flügel entlang. Zieht nochmal zurück, findet jetzt Petri. Petri auf João Felix. Felix rennt durch. Felix zieht ab. Aber der Torhüter hält. Der Stackball für uns. Ilkay Gündogan bringt diesen rein auf Martinez. Und der wird gefährlich. Der Torhüter passt aber auf. Napoli im Angriff. Und die rechte Seite ist ja mal komplett frei. Wo ist Roberto Martinez? Versucht hinterher zu kommen. Und der Stegen rettet nochmal die Szene. Napoli bekommt den allerersten Eckball. Jetzt wird er kurz ausgeführt. Petri ist da, um zu stören. Und das hat er beim ersten Mann richtig gut gemacht. Jetzt kommt trotzdem die Reingabe rein. Der geht rein. Aber zum Glück war es abseits. Napoli im Angriff vorbei an Koundé, passen jetzt nach vorne, der geht rein und das ist echt der Wahnsinn. Zweite Hälfte, sie hatten Anstoß, hatten den Ball und führen jetzt mit 1:0. Warum ich das sage? Ja, vorhin stand da 82% Ballbesitz, jetzt nur noch 76% natürlich, aber trotzdem, wir hatten die besseren Chancen, hatten viel mehr Ballbesitz, auch jetzt noch.
Aber trotzdem kassieren wir hier den Treffer. Wir können einfach unsere Chancen ohne Lewandowski zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht nutzen. Eckball für Napoli. Die Auswärtsmannschaft bringt die Reingabe rein. Joao Felix kann nicht klären. Dafür Martinez direkt auf den Gegenspieler und Romero. Perfekte Grieche. Jetzt vielleicht die Kontermöglichkeit über Ilkay Gündogan. Erwartet, zieht jetzt Rukwe. Rukwe in der Mitte. Rennt jetzt hier nach vorne und er muss so langsam treffen. Rukwe in der 64. Spielminute trifft er. Wir gleichen aus in diesem Rückspiel, aber haben müssen noch ein Tor machen. Nicht nur, ja, wir brauchen unbedingt noch ein Tor, wenn man genau sein muss, wenn wir weiterkommen wollen. Jetzt Napoli über den Flügel. Martinez ist da, um Druck auszuüben. Kann den Spieler auch stören. Trotzdem kommt er jetzt in den 16-Meter-Raum rein. Und dann treffen sie in der 75. Spielminute. Und das darf es nicht sein. Ja, und jetzt höchstwahrscheinlich vorbei. Joao Felix über den Flügel, kommt vorbei an den Verteidiger. Immer noch Joao Felix, kommt nochmal vorbei an den Verteidiger. Joao Felix ist durch. Joao Felix trifft in der 86. Spielminute. Und jetzt, ja, müssen wir innerhalb von 4 Minuten treffen. Angriff von Napoli und das ist die falsche Richtung. Immer noch Napoli, der Spieler rennt komplett durch. Der Stegen pariert hervorragend. Aber dann muss gleich abgepfiffen werden. Das wird auch abgepfiffen. Auch in der Champions League, so wie im Copa de España, geht leider der Weg nicht weiter. Und damit sind wir in allen Wettbewerben raus. Bis auf in der La Liga, da sind wir ja ziemlich weit vorne. Ja, aber das ist sehr bitter natürlich, nur ins Viertelfinale gekommen zu sein. Und das auch nochmal so eng und knapp. Hoffentlich wird das in der nächsten Saison deutlich besser. In der nächsten Partie können wir uns nicht so demütigen lassen, denn da spielen wir die Partie gegen Real Madrid. Die haben sich schon vorher kämpft auf den zweiten Platz. Deshalb müssen wir so langsam mal aufpassen. Die beginnen mit einer 3-1-2-Formation. Wir beginnen natürlich mit unserer gewohnten Formation, nämlich mit einer 4-3-3-Formation und mit unserer absoluten Top-11. Und damit gehen wir rein in den El Clasico. Diesmal im Santiago Bernabeu. Und das ist natürlich eine heftige Stimmung und ich bin sehr gespannt, wer sich in dieser Partie durchsetzen kann. Hier natürlich sind wir der Favorit, denn wir sind Erster, aber ja, im Erster gegen Zweiter Duell gibt es eigentlich keinen Favorit. Ferran Torres über den Flügel rennt er einfach mal vorbei an Trent Alexander-Arnold. Ferran Torres mit dem ersten Treffer in der ersten Spielminute. Der zeigt direkt mal, dass es kein Erster gegen Zweiter ist, sondern Erster gegen Letzter. Also Wahnsinn, so früh dieser Treffer und dann auch noch mit so einem hervorragenden Solo. Balde über den Flügel rennt er einfach mal entlang, immer noch Balde, Alejandro, Balde, scheitert an Courtois, Lewandowski kommt mit dem Fallrückzieher, aber das ist zu einfach für Courtois. Real Madrid über den Flügel, Araujo macht Druck und konnte diesen Ball blocken, trotzdem kommt jetzt nochmal die Reingabe rein und Balde konnte klären, jetzt sind sie komplett durch und treffen in 31. Spielminute, Real Madrid gleicht aus und das noch nicht mal unverdient. Real im Angriff, vorbei an Cancelo, vorbei an Araujo, jetzt legen sie auf und treffen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Lewandowski auf Balde, wirklich starkes Spiel, Balde rennt jetzt hier durch, immer noch Alejandro, Balde steigt dann Courtois, Ferran Torres kommt nochmal zum Schuss und trifft wieder mal Ferran Torres und das absolut sensationell. Cancelo jetzt auf Rafinha, Rafinha hat ein bisschen Platz, findet Lewandowski, Lewandowski ist vorbei an Antonio Rüdiger, der Schuss kommt, aber Courtois ist da. Jetzt Real Madrid im Angriff und Valverde sprintet komplett durch, bringt jetzt den Heber, Christensen kommt nicht mehr dran und damit führt jetzt Real Madrid in der 73. Spielminute. Lewandowski auf Rafinha, Rafinha hat den Ball, Rafinha kommt vorbei, Rafinha auf Lewandowski, sehr schön gepasst, Lewandowski sprintet durch, Robert Lewandowski in der 90. Spielminute trifft er in seinem, ja, wunderschön sogar, muss man sagen, und er trifft und gleicht damit aus in der 90. Spielminute, wie schon gerade eben gesagt. Diese Partie wurde abgepfiffen, der El Clasico endet dadurch im Unentschieden, im Himmel von 3-3. Ja, es war in Ordnung, es war ziemlich ausgeglichen, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, wie vom Ballbesitz her es war, aber auch da würde ich sagen, war es ziemlich ausgeglichen. Also insgesamt wirklich eine solide Leistung gegen Real Madrid und darüber kann man sich erfreuen. Sergio Roberto wollte verkauft werden, er wird verkauft an Atletico de Madrid für 15 Millionen. Dafür gewinnen wir die nächste Partie gegen Valencia mit 2-1, also konnten wir wieder 3 Punkte mitnehmen. Bevor wir jetzt weiter simulieren, muss man ehrlicherweise gestehen, denn wir gehen dann in die entscheidende Pokal- bzw. entscheidende Partie rein, wo wir Meister werden.
schauen wir uns mal die Tabelle an. Wir sind auf Platz 1 mit 76 Punkten, 11 Punkte hinter uns Real Madrid. Dann kommen Atletico de Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Villarreal, Osasuna, Getafe, Betis, Valencia, Sevilla, Almeria, Celta Vigo, Vallecano, Girona, Las Palmas, Granada, Mallorca, Cádiz und auf dem letzten Platz Alves oder Alaves, die werden höchstwahrscheinlich absteigen. Und auch die erste Partie, in der wir jetzt hier schnell simuliert haben, nachdem wir auf die Tabelle geguckt haben, gewinnen wir gegen den FC Girona mit 2:3 dank Verán, Frenkie de Jong und nochmal Frenkie de Jong. Die nächste Partie bestreiten wir gegen Real Sociedad und die beginnen mit einer 4-3-3-Formation. Das ist die entscheidende Partie für die Meisterschaft, ob wir sie gewinnen oder nicht. Wir spielen auch noch heim, natürlich mit unserer kompletten Top-11, außer Christensen. Da muss Martinez spielen, denn er hat sich schon beschwert über die Spielzeit. Ich möchte da kein Risiko eingehen und damit gehen wir jetzt rein in diese Partie. Um 17 Uhr muss man schon fast sagen. Ich bin sehr gespannt. Wir wollen natürlich jetzt die Trophäe in den Händen halten. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, sonst wäre es ein bisschen peinlich. Aber ja, ich hoffe einfach, dass erstens ich mich nicht verrechnet habe und wir hier siegen können gegen den fünftplatzierten Rafinha. Jetzt über den Flügel. Rafinha rennt erstmal vorbei an allen Verteidigern. Immer noch Rafinha mit dem Pfosten schafft er den ersten Treffer in der 7. Spielminute und damit sieht alles gut aus. Geil für uns. Rafinha bringt ihn rein auf Lewandowski. Der kommt zum Kopfball und kann ihn versenken in der 11. Spielminute. Was ist denn jetzt los? Rafinha schickt jetzt hier João Cancelo. Der ist jetzt auf dem Flügel. Zieht rein, sieht Lewandowski vorsprinten. Robert Lewandowski mit dem Doppelpack in der 23. Spielminute natürlich. Ferran Torres schickt jetzt hier Lewandowski. Sehr, sehr stark. Lewandowski rennt jetzt hier durch. Robert Lewandowski, Dreierpack in der ersten Hälfte. Lupenreiner Hattrick. Sociedad jetzt im Angriff, die haben die Lücke entdeckt. Der Schuss kommt, der geht rein in der 50. Spielminute und damit kassieren wir den allerersten Treffer. Jetzt Real Sociedad im Angriff über das Zentrum und Araujo macht Druck. Aber auch Pedri kommt dazu, als auch Martinez, der Schuss kommt. Und der Stegen ist da, aber trotzdem immer noch Real Sociedad. Kommen vorbei an Alejandro Baldi. Der ist jetzt aber wieder da, um Druck zu machen. Auch João Cancelo, der überhaupt nicht auf seiner Seite ist, macht jetzt hier Druck. Und trotzdem kommen sie jetzt hier durch. Der Nationaltorhüter kann auch in dieser Szene nichts machen. Und damit machen sie schon den zweiten Treffer. So langsam müssen wir aufpassen. Oh, Ballverlust von Martinez. Da ist alles offen. Und jetzt treffen sie sogar direkt 3 Minuten später. Was ist denn jetzt los? Und damit müssen wir unfassbar aufpassen. 4-0 haben wir geführt, jetzt steht es 4:3, zweite Hälfte, katastrophal. Rafinha jetzt über den Flügel. Rafinha nutzt seine Geschwindigkeit, rennt an den ersten Verteidiger vorbei. Rafinha in den Rückraum, Lewandowski mit dem nächsten Treffer. Jetzt sind wir wieder in Fahrt in der 81. Spielminute und bauen unsere Führung wieder aus. Die Partie wird abgepfiffen, damit ist das jetzt hier vorbei. Wir gewinnen mit 5:3, die Fans jubeln. Und hoffentlich auch die Spieler. Genau, ich habe mich nicht verrechnet. Wir sind La Liga Meister geworden mit den FC Barcelona und Xavi. Und damit kann man definitiv zufrieden sein. Wir haben den Erfolg wiederholt vom letzten Jahr. Und damit ja, sind wir auf jeden Fall zufrieden. Wir sind weitergekommen als in der vorherigen Saison in der Champions League. Und damit kann man auch zufrieden sein. Zwar nur im Viertelfinale, aber dann ja, war auch schon Schluss. Aber trotzdem war es eine solide Saison. Vor allem in der Hinrunde, wo wir so unfassbar stark waren. Und jetzt dürfen wir diesen Pokal hochheben. Ja, natürlich. Unser Kapitän vor allem, nämlich Ter Stegen. Jetzt kommen wir nochmal kurz zu den Leinen. Die möchte ich nochmal ansprechen mit João Cancelo und João Felix. Und noch Foll, der zum Beispiel ausgeliehen ist. Diese werden nicht zurückkommen. Ja, ihr habt richtig gehört, vielleicht irgendwann, aber in der nächsten Saison auf jeden Fall nicht. Jetzt dürfen wir aber vorher jubeln. Wir sind natürlich glücklich, diese Trophäe gewonnen zu haben und sind sehr, sehr stolz. Es wird aber, wie schon gerade eben gesagt, keine Laien sein, die in der nächsten Saison fest verpflichtet werden. Deswegen schreibt gerne Transfervorschläge in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und jetzt genießen wir einfach nochmal dieses Hochheben vom Pokal.
von Marc-André Ter Stegen. Und auch nach dem sicheren Sieg haben wir jetzt noch einen Sieg direkt danach gegen Almeria mit 1:0 dank Pablo Gavi. Vallecano allerdings verlieren wir mit 2:0, was uns jetzt nicht so begeistert. Dafür gewinnen wir aber die letzte La Liga Partie gegen den FC Sevilla mit 1:2 dank Jules Koundé und Robert Lewandowski. Player of the Season wird jetzt bekannt gegeben und ich bin sehr gespannt. Eigentlich muss es Robert Lewandowski werden und es wird auch Robert Lewandowski Spieler der Saison in der La Liga höchstwahrscheinlich. Ich denke jetzt nicht auf der ganzen Welt, denn da hat er ja richtig Pech gehabt. Aber egal, Player of the Season kann man auf jeden Fall stolz sein. Er ist höchstwahrscheinlich der Torschützenkönig und damit absolut verdient. Die Feier darf natürlich auch nicht fehlen. Vom FC Barcelona, hier ist die Meisterschaft drauf, aber eigentlich haben wir ja noch den Supercoppa gewonnen. Diese Trophäe ist jetzt hier leider nicht mit drauf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Eigentlich war es so. Aber trotzdem insgesamt nochmal kleines Feedback. Es war unfassbar nice diese Saison, unfassbar erfolgreich. Meiner Meinung nach, wenn ich jetzt hier gleich das Manager-Rating anschaue, dann ist es definitiv nicht so, weil wir kurz vor der Entlassung stehen. Aber trotzdem, wie gesagt, ich bin eigentlich richtig zufrieden. Viertelfinale in der Champions League, klar. Copa de España nur ins Halbfinale und dann auch noch gegen Real Betis rausgeflogen. Das war jetzt nicht so souverän, aber trotzdem im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wir wirklich stark waren. Man sieht jetzt auch schon, wer die Champions League gewonnen hat. Wenigstens haben wir gegen diejenigen verloren, die am Ende auch gewonnen haben. Aber egal, wir gucken uns jetzt nochmal alle Wettbewerbe in Ruhe an. Wir haben die La Liga gewonnen mit 88 Punkten, richtig souverän. Real Madrid kommt hinter uns mit 73 Punkten nur. Punktgleich dahinter Real Sociedad und Atletico de Madrid. Danach Athletic Bilbao, die hat einen richtigen Absturz nochmal. Dann kommt Villarreal, Osasuna, Real Betis, Getafe, Sevilla, Celta Vigo, Vallecano, Almeria, Las Palmas, FC Girona, Valencia, Granada, Mallorca steigt ab, genauso wie Cádiz und Alvarez. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Den Supercopa haben wir gewonnen. Jetzt haben wir nochmal die Bestätigung. Keine Ahnung, warum die Trophäe nicht mit dabei war. Die Copa de España gewinnt am Ende Real Betis im Elfmeterschießen gegen Villarreal. Die Champions League haben wir schon gesehen, gewinnt Napoli mit 2:1 gegen Arsenal. Den Europapokal gewinnt Newcastle United gegen Braga. Und die Conference League gewinnt der SC Freiburg gegen Aston Villa mit 4:2. Jetzt blicken wir nochmal auf die Statistiken. Und da bin ich ja ehrlicherweise sehr gespannt, denn das dürfte vielversprechend ausschauen. Ja, okay, außer bei 2:0. Ter Stegen schafft nur 9 Partien aus 55 Einsätzen. Ja, hätte besser sein können, hätte aber auch schlechter sein können. Die meisten Vorlagen schafft Rafinha mit 27, danach kommt Robert Lewandowski mit 15 und Ferran Torres mit 13. Auch Ilkay Gündogan und Pedri, beide Mittelfeldspieler, haben jeweils 10, was auch nicht so verkehrt ist. Die meisten Tore natürlich. Robert Lewandowski mit 35 Jahren schafft er 61 Tore und das ist unfassbar stark. Aus 50 Einsätzen 61 Tore plus 15 Vorlagen ist einfach Weltklasse, auch mit diesem Alter sehr, sehr stark. Rafinha auch eine sehr starke Saison gehabt, mit 30 Toren. Danach kommt Ferran Torres mit 17 und dann kommt auch schon João Felix mit 10. Ja, er wird ja nicht bei uns bleiben, genauso wie João Cancelo, aber ja, man braucht jetzt auch nicht nachtragen. Man kann definitiv auch noch andere Spieler verpflichten und damit war es das auch von dieser Saison. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Saison, falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und ciao!